Und da werden wir wieder. Hi. Und wieder. Ich muss immer mit schon wieder anfangen. Egal. Passt schon. Dann sei kreativ und lass was Besseres einfallen. Wir sind im Staub. Ich habe ein verlorenes Echo gefunden. Such ein Kai, das ist gut. Die brauchen wir, glaube ich. Oh ja. Ach nee, das hatten wir schon mal. Ich weiß, du bist sauer. Ich werde mich nicht für das entschuldigen, sorry, was ich gesagt habe, aber. Egal, einfach weiter rein. Jo. Ja. Nee, Autos waren da hinten drin. Diesen Clankrieg begonnen hat. Aber keiner von ihnen weiß, dass der Krieg eigentlich aufgrund eines großen Missverständnisses wegen einer Zeche in einer Bar und einem Stockerrennen begann. Lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir irgendwann. Jedenfalls, der Waffenstillstand zwischen den Seffords und den Hodunks wird nicht lange halten. Früher oder später wird's wieder krachen und du willst da nicht mittendrin sein. Glaub mir, Süße, dafür bist du nicht gemacht. Andere Karren? Aber, soll mir recht sein. Wenn du lieber in der Nähe von Banditen lebst, die dich umbringen wollen, statt bei deiner Mutter, die gern hätte, dass du dich um dein Aussehen kümmerst, Gott bewahre, dann ist das deine Entscheidung. Aber es ist falsch. Alles okay? Komm einfach zurück, Schatz. Jetzt war ich die Karte im Weg. Wie geht das mit dem Super Speed nochmal? Hilfe. Weiß ich nicht mehr. Mit V, glaube ich. Nein, V ist um. V ist nach hinten gucken. Dann war es C, also eine von den Standardtasten halt, muss man durchprobieren. Nein! Ups. Wird gerade umgebracht, das weiß ich. Ja, kann ich nicht dazu sagen. Ja, ja, umgebracht. F oder E? Ich hab F war's, ja. Danke. Deswegen, du hängst weit hinter uns. Ich weiß. Das kommt für gar nichts zu danken. Party! Danke für die Taste. Ah ja. Damit ich euch nämlich einhängen kann wieder. Reisen. Ui! Naja, egal. Das sind irgendwie Iridium-Pest, Autos, ja, aus dem ersten Teil. Ui, da geht's weiter. Oh Gott, Simon, ich würde nicht mit mir fahren, wenn ich du wäre. Deswegen fahre ich ja mit dir, weil ich nicht du bin. Bevor Hyperion kam, war das hier. Naja, auch schon ein Drecksloch. Aber früher war es nicht ganz so schlimm. Wow. Was war das? Das hat mich irritiert. Was denn? Wie komme ich in Automatikgeschütze da? Och. Sind wir tot? Nein, eigentlich nicht. Doch sind wir. Warum hast du uns umgebracht? Ich hab uns nicht umgebracht. Und der KW nicht tot. Moment, was? Ich hab uns umgebracht. Warum? Und wie? Ich hab's geschafft, mit der Karre in Lava zu fahren. Ja, aber. Aber warum sind wir dann alle tot? Das kann ich dir nicht sagen. Warum bin ich jetzt gestorben, du Penner? 8000! So viel Geld. Bei mir waren es nicht so viel, weil ich hab nicht mehr so viel. Warum, Alter? Wir schauen das neue Karren. Ja. Ist gut. Machen wir besser als die gerade. Nö. Ah, Penner. Ich will alleine fahren, wie Felix. Ich vertraue niemandem. Fuck, jetzt hängt der wieder. Nee, verpiss dich mal. Viel besser, gut gemacht. So. Simon? Ja, Sekunde, ich bin gerade dabei zu schauen, ob wir welche vernünftigen Nebenmissionen haben. Denn Hauptmissionen sind ja. Ja, schieb mich euch hier gegen, danke. Hatte ich nicht vor, tatsächlich. Ich unsere Hauptmissionen sind noch zu schwer eigentlich, ne? Ja, deswegen. Ja. Die sieht gut aus. Wie man Skin für. Nice! Für nächste Aufnahmesession. Hoffentlich viel XP. Und wieder zurück. Oh. Ja. Das wird eigentlich aufeinander schießt. Du hast angefangen. Das ist super. Ich fühle mich spontan in die Zeiten zurückerinnert, als du und Markus gemeinsam. Möchtest du fahren? Ich wurde erst reingespawnt, tut mir leid. Achso, okay. Gut, als ich und Markus zusammen Dead Space gespielt haben und dann euch in Aufzügen immer geprügelt habt. Ja, weil die Aufzüge so langweilig sind. Ich meine, sie sind schön, um Ladescreens zu vermeiden, aber. Hä?
Asant. Alter. Ja, rückwärts fahren ist nicht mit der, ist mit der Karre nicht so geil. Nach links schon rückwärts, nach rechts schon vorwärts. Das ist eben Autofahren, das ist eben ein bisschen schwierig. Ich find's schön, dass ich ein Drittel der AP vom Auto hab. Ja. Ja, ne? Also wenn das Auto am Sterben ist, schnall dich bitte davor. Danke. Warum eigentlich, ey? Das ist voll unmöglich. Ich sollte der Tank sein. Ja, bist du aber nicht. Nope, falscher Weg. Nicht. Ne, ich habe einfach ein schickeres Schild gegönnt, deswegen habe ich so viel. Schickeres was? Ein schickeres Schild, das mir eben auch die AP ein bisschen was hochzieht. Ach so, okay. Ne, ist auch der falsche Weg. Ne, hier sind wir richtig, oder? Wir müssen da oben hängen, glaube ich. Oder? Aus Momentkarte. Ja. Einfach nur oben und dann leicht nach rechts. Oder wir steigen aus, natürlich. Da kommen wir nicht rein. Warte. Das ist jetzt eine Challenge. Nein, das nennt sich Spielmacherei. Ich mach dann mal einfach hier die Sache, ne? Klopfen. Hatte erneut weniger Verstöße gegen die angesichts der Art, wie du diese Roboter entsorgt hast, dachten wir Bewohner von Overlook, ob du uns vielleicht an die Hand gehen könntest, sozusagen. Du hilfst uns? Ausgezeichnet. Also, der erste Punkt auf der Agenda. Wir sterben alle an einer Gehirnkrankheit. Wenn du uns 3 Chargen Medikamente besorgen könntest, würden wir überleben, was es mir ermöglichen würde, dich zu entlohnen. Unsere Medikamentenmaschine braucht eine neue Batterie. Steig bitte die Leiter zur Turmuhr hinauf und entnimm die Batterie der Uhr. Turmuhr? Das wäre besser, wenn die noch mehr stottern würde. Ja, sie hat Hirnfrost. Ich weiß. Nein. So. Hier hoch. Hier hinten. Munition. Schön. Hyperion gratuliert Harriet Blair zur Geburt ihrer Zwillinge und wünscht ein glückliches Händchen bei der Wahl des zu behaltenden Babys. Will er hochgekommen? Über die Leiter. Echt langweilig. Verdammt, irgend so ein Volltrottel hat die Turmuhr geschottet. Woher soll ich jetzt wissen, wie spät es ist? Du hast die Batterie gefunden. Leg sie in unsere Medizinmaschine ein und kauf uns Arzneien gegen Schädelfrost. Bitte. Und sobald ich herauskriege, wer fand, eine funktionierende Uhr sei wichtiger als Medizin gegen Schädelfrost, erhält derjenige eine strenge Verwarnung. Komm von tot. Sehe ich zu, dass es so bleibt. Danke, aber wir brauchen noch 2 Chargen. Die nächste führt ein Hyperion Materialoffizier mit sich, der in den Highlands herumreist. Besorg die Arznei von ihm. Ohne seine Wachleute macht dir der Materialoffizier sicher einen guten Preis für die Medizin. Ja, sicher. Ich schlage vor, du killst sie. Freundlich, wenn möglich. Freundlich, ja. Natürlich. Einmal freundliches Töten, bitte. Einmal kurz Karren gewechselt. Jo. Eine lustige rosa Karre. Mhm. Nicht gut. Kaugummi. Kaugummi? Ja, so heißt der Lack. Okay. Boah, über so Brücken zu denken, ist echt tödlich. Wow. Einfach. Wir beide einfach. Okay. Die Fahrphysik in diesem Spiel ist tauchepisch. Hi. Easy! Oh Gott, Alter. Super! Du bist sehr effizient. Das imponiert mir. Die letzte Charge sollte per Schiff geliefert werden, aber wir haben den Kontakt verloren. Finde sie! Bitte! Hab schon! Das Ding erstmal umklappt und so eine Blödpfütze sich drunter bildet, ey. Sonst haben wir Demon? Ja nichts von Interesse. Ja, doch. Hab nur geschaut, ob nicht vielleicht doch noch irgendwas in dem Automaten drin ist, was wertvoll wäre. Weil du mir nicht traust. Nein, weil du nicht weißt, was ich brauche.
Okay, da ist eine Person kommentiert, ist richtig so. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Nein. Vor uns liegt ein weites Tal. Ein weites komisches Kackviech. Das Gefühl, dass wir oben rum müssen, oder? Ja. Ja, über die Brücke, nee. Ne? Nee, gar nicht. Ich? Oder da hoch. Ja, klingt auch gut. Doch, über die Brücke. Ja, der Stalker, nein. Oh, Schatz. Ich hab was Lustiges geschafft. Was hast du geschafft? Weißt du, dass ich mich hier wegkommen soll? Was ist das? Bist du überhaupt? Er ist über die Klippe rübergerast und vorne rübergeflogen. Klingt jetzt im Wasser, okay. Ich hänge auf einer Insel. G fucking G. Scheiße. Nee, ist auch so falsch. So kommst du hin. Ich muss mich umbringen oder so, ne? Nee, ist falsch. Wow. Wunderbar. Naja, jetzt sind wir halt da. Ja, aber man hat auf der Karte gesehen, dass das nicht richtig war. Das war gut. Oh Gott. Und wir haben die Karren verloren. Aber ist egal, das gibt's neue. Ja, schönere. Kommt drauf an, wenn du sie holst. Bin ich gerade bei, bin ich gerade bei. Ich hab noch nie Karren geholt. Ich dürfte noch nie die Karren auswählen. Ha. Aus einem guten Grund. Oh. Ich will deinen Platz! Nein, hier wird nicht getauscht. Nö, ich will auch nur. Ach, jetzt weiß ich wieder. Wir müssen. Klar müssen wir doch da unten hin. Logisch. Gibt's sowas, das nennt sich Schub? Oder? Ja, nee. Wir sollten ja Schifffahrtsfracht finden. Ne? Ist doch da unten. Okay. Fahr du einfach nur fahren willst. Aussteigen ist Feder. Thrasher, sei vorsichtig! Was bitte? Vorsichtig? Was ist das? Ja, hier war einer, den habe ich gerade eben mal eben so zerfickt, als der hier ankam. Explodiert hier alles. Weil ich einen Raketenwerfer in der Hand habe. Der Arznei besorgt. Effizient, sehr effizient. Und nun verteile die Medizin bitte in der Stadt. Ich würde es selbst machen, aber Hyperion mag es nicht, wenn wir unsere Häuser verlassen. Ja, habt ihr mal Spaß ballern. Ich fahre dann in der Zeit mal weiter, ne? Ist gut. Oder auch nicht. Holy shit. Seid heute ausnehmend geskillt, was das Auto angeht. Hallo? Was tut ihr da? Schub vielleicht? Ja, es geht nicht. Wunderbar. Soll ich helfen? Nein, sollst du nicht. Das bringt sowieso nichts. Also man ist fast drüber und dann wird mir jetzt zurückgebounced. Ich raff's nicht. Lass uns außerhalb stehen und laufen. Muss töten! Ist jetzt auch nicht die Welt am Weg. Der beste Robot aller Zeiten! Können die drei Leute mitfahren? Nee, ne? Nee. Aber wir können vorfahren und einfach loslegen. Dann gehen wir auf. Ja, warte, dann fahr du mal. Ich kann nur wegbauen, ich kann mich nicht irgendwo draufstellen, schade. Wow, das sieht eigentlich voll cool aus, wenn man. Ja, ne? Nimm mir mein Driving Skill hierzu. Wir müssen wieder da hoch. Und ich laufe. Na dann. Au. Batsch! Voll gegen die Wand gesetzt. Könnte auch Simon abholen. Das könntest du jetzt? Möglich. Full Speed.
Ja, zu voll Speed. Also Sprung, haha. Ups, 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 ups. Komm, 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 komm. Das ist fast wert. Du hast schon mal einen, ne? Gut, besten Dank. Okay, ich lege rum gerade. Geht's wieder? Ja, scheint einigermaßen zu laufen, aber ich lagge ein bisschen hinterher. Sorry wegen Dave. Er ist... Wir versuchen nicht mit ihm zu sprechen. Komm zurück und hol dir deine vereinbarte Belohnung. Okay. Ja. Hätten wir 10 Leute wie dich, würde diese Stadt laufen wie ein Uhrwerk. Tja, leider habt ihr nur 3. Jetzt, da unsere Gehirne und vor allem habt ihr keine Uhr mehr. Werden, kommen wir zu Punkt 2 meiner Agenda. Revolte. Wenn wir die Herrschaft Hyperions abschütteln wollen, braucht die Stadt einen Schild wie Sanctuary, um sich vor den Moonshot-Blitzen zu schützen. Wenn du der Stadt ein paar Schilde spendieren könntest, könnte ich sie zerlegen und daraus uns einen Schild bauen. Mal ja, eben schnell, ja. Sanctuary ist der einzige Ort, der ein richtiges Schild hat, aber so eine 3... So eine 3-Leute-Seelenort braucht auch eins. Das ist vollkommen logisch. Ja, absolut. Das kann ich auch nachvollziehen. Willkommen in Overlook. Wir freuen uns einfach Schilde, die du nicht mehr brauchst, in den Grinder. Ah, dafür ist er also da. Schilde, ich nicht mehr brauche. Hab keinen. Hab 2. Hier ist doch bestimmt irgendwo... Ach, wir haben doch gerade so ein Dings repariert, so ein... Genau, hier. Einfach mal nochmal die schlecht. Ich kaufe mein schlechtesten Schild nochmal, ne? Oh. Den da. So. Na, einen kaufe ich auch noch. Warum? Wir brauchen nur 3, oder? Ja? Ah ne, 5 steht da, okay. Ups. Dann müssen wir noch 2 kaufen. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir gut, ich hab schon. Ja. Wir haben okay, der ist viel zu weit geflogen. Gib auch mein Schild da rein, nein. Lass mir mal lieber. Ich glaube, von hier aus zu werfen ist sinnvoller. Vielleicht. Genau so. Noch ein paar Schilde, dann kann ich aus den Teilen ein Verteidigungsschild bauen. Ich war mal Computertechnikerin, bevor Overlooks alter Administrator starb und ich die Führung übernehmen musste. Du kannst uns kein so ein Techno-Schild bauen. Du bist eine Frau. Wenn die Stadt jemand bräuchte, um Himmels Willen. Dann würden wir dich rufen. Dein Feedback wird dankbar zur Kenntnis genommen, David. Geiler Typ. Im Englischen ist es einfach noch besser, weil das ein richtig schlechter Akzent ist. Hochsympathisch, ey. Geil. Hast du noch Schilder zum Reinschmeißen? Ja, 2 braucht ihr noch, ich hab keins mehr. Ich hab meinen schon reingeschmissen. Eigentlich. Ich hab meins auch reingeschmissen. Komisch. Naja, kauf kannst noch 1. 2. Ja, wir brauchen aber noch 2, genau. Kein Geld, Alter. Overlook hatte erneut weniger Verstöße gegen die Ausgangssperre als Jackville. Nächste Woche wird der Grinder nur bei Schwerstverbrechen, Umweltverschmutzung oder Beleidigung eingesetzt. Ja. Decken daneben. Hart nicht treffen, da. Ja. Mein Bär ist ein bisschen schräg steht. Hammer. Super. Pro. Der läuft, okay. Nummer 4. Schönes kleines Ding. Und einer noch? Ich könnte... Abschlecken. So, ich mach. Hä? Okay. Du musst Geld ausgeben. Und... Klicks spielen, ciao. Schützt dich nicht vor... Für das Zeug, Fremder. Ich kann den Schild jetzt bauen. Schnapp dir den Schrott und bring ihn zu mir. Vor Reinigung des Getriebes den Grinder ausschalten. Ihr werdet das ist wichtig, euch alle ja. Selbst in die Luft jagen. Hört lieber auf. Danke für diesen Beitrag, Dave. Dave mag ich irgendwie. Hm?
bauen. Dave ist cool. Entweder eine Waffe, eine schlechte oder ein Schild. Schlechtes. Wird an die Waffe, gibt mehr Geld, ne? Ja. Und eine neue Quest. Und ich hätte gern, dass du mir hilfst, ihn zu testen. Begib dich zu dem Hyperion-Außenposten in der Nähe und geh dort zu der Mörserkanone auf der Abschussrampe. Hey, Karima, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Funktionierender Schild? Keine Frau zu sein. Alter. Oh mein Gott, Schnauze, Dave. Kann dir den erschießen, bitte? Ich glaube, den schießen wir gleich mit der Kanone ab. Ja. Ja. Oder so. Nein, nein! Leck mich am Arsch, ey. Wollt ihr eine eigene Karre? Wolltest du doch schon immer. Ach ja, warte. Noch nicht gemacht, ich bin zu verwirrt. Warten tue ich dich! Ui! Obwohl, ich kann mich hier im Kreis drehen. Ja, du kannst einfach schon vorfahren. Da geht's hin. Den Berg hoch, also links. Dann wieder zurück und dann rechts und dann weiter hoch. Wäre richtig oder nicht? Also hier stehen wir nicht richtig, nein. Ist vielleicht ein brennender Monster. Nein! Wo soll ich hin? Die der Straße folgen. In welche Richtung? Ach, links. Links ist da. Junge. Toll! Der Weg sagt die andere Richtung. Ja, natürlich! Bringt doch gar nichts, die Station ist da oben, da kommt man nicht hin von hier aus. Kommt man von da hinten aus da hin? Auch nicht. Hä? Map. Hier ist der Lauf von da aus hoch. Einmal ganz außen rum. Hinter dem Tunnel. Na dann. Wow. Die schießen ja. Nur nicht direkt hier hoch. Auch nicht direkt darunter, das ist bestimmt ungesund. Map! Aber doch, die Richtung stimmt, die grobe. Und dann doch direkt darunter. Baha! Was? Kannst auch mitfahren. Ja. Ja. Oh. Was? Wusste nicht, dass du ausgestiegen bist. Dafür habe ich auch direkt gegeben. Ach, hier wieder. Der ganze Brand sind ausgestiegen, ist auch schön. Ja, warum nicht? Zum Teufel mit dem ersten Gesetz! Ach komm, aussteigen und kämpfen wie eine Frau. Ja. Ja. Wer du jetzt verfolgt von komischen Rabbelviechern. Also, wie wir alle wissen, ist das Einzige, was schlechter sein ist, als schlechter Anfang. Tod, eine Frau zu sein. Ja. Ja. Weil, wie wir alle ach, hier sind wir wieder. Diesmal können wir ja auch überleben. Ohne weiteres. Oh, die Arschbücher freut mich schon die ganze Zeit. Was für Arschbücher? Die waren mal Arschbücher, die haben wir richtig gehasst. Badass Loader. Ich weiß. Penner, ey. So. Hallo, ne? Oben. Ja? Lol. Da hinten hat's zerlegt. Der verblödete Skaglutscher da oben bei der Kanone! Bitte ignoriere Dave und richte die Kanone 55 Grad nach links und 86 Grad nach oben. Overlook muss voll von dem Mörser getroffen werden, um den Schild zu testen. Ja. Du, ich glaube, abartig Dave ist, irgendwie hat er schon recht, glaube ich, mit seinen Bedenken. Das Problem ist, anfangs hat er erstmal gesagt, wie unglaublich
gut das ist, was er... Also, erstmal fällt wirklich auf, dass eigentlich die Frau gar nicht blöd ist, aber dann gegen Ende tut sie wieder den ganzen Shit. Mhm. Energie. Harry, immer sei nicht traurig, dass Ted dein Mann in den Grinder gesteckt hat. Was soll's? Ich steig mit dir ins Bett, wenn du mich freundlich bittest. Ja, Dave ist weg. Und mit ihm... Versuchen wir es mit aktiviertem Schild. Am Arschweib. Am Arsch. Das war aber richtig. Ja. Vor allem, er hatte natürlich auch das Haus, was da ziemlich lose am Rand gebaut war, also... Bitte feuere die Kanone noch einmal ab. Das Schild ist nicht an. Nein. Egal. Naja. Oh doch. Sehr effizient. Der Schild funktioniert. Overlook ist sicher und kein Dave mehr. Heute ist ein wahrer Glückstag. Jetzt seid ihr nur noch zu zweit. Sobald es dir passt. Weil es uns passt. Ja, wie wär's mit jetzt? Ja. Beste ist vor allem, das sind zwei Leute, für die es jetzt ein Schild gibt und beide haben eigentlich einen Hirntumor. Mhm. Ja. Für den sie ganze Menge Medizin eigentlich brauchen. Das war regelmäßig. Was? Also komm schon, knuddelst du schon wieder. Wohin müssen wir? Nach Overlook zurück? Ja, aber der Pfeil zeigt irgendwo hin. Noch verwirrt gerade. Also ich bin schon da. Dann geh auch. Jo. Ach je, du bist so gehüpft und so. Mhm. Wenn man weil es ja keinen Fallschaden gibt. Ja. Alter, Hilfe. Ich höre Angst. Weißt du, was ich an Dave am meisten mag? Dass gibt's er auch noch Erfahrung für darunter? Nee. Ein Schild. Ein lila Schild. Hab. Ich hab keins gekriegt. Doch, hab ich. Ich hab's gerade gesehen, ja. Warte, wo, wie? Hilfe. Ja, Quest Reward. Wir haben ein Schild gekriegt. Ah. Das ist scheiße. War klar, dass das scheiße ist, aber... Ich muss es nochmal erinnern. Toil and Trouble? Oder wollt... Da gibt's noch eine Quest. Die man annehmen kann. Ja, aber ich glaube, die ist irgendwie recht mäßig, oder? Weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Kannst ein Artefakt dafür bekommen, aber ist auch 16 und banal. Dann machen wir Toil and Trouble. Zumindest im Englischen. Ja. Was machen wir eigentlich? Blut, Schweiß und jede Menge Ärger. Ah. Kommt hin. Oder wir machen das, was Ellie uns gesagt hat. Irgendwie diese Mafiose gegeneinander aufpeitschen. Dann müssen wir aber die Quest für sie erstmal annehmen, oder? Hab ich doch schon. Doch, jetzt gerade aktiviert. Wollte nicht hier rein. So. Aber ganz kurz, was cool aussieht. Mach es mal kurz mit. Ich mag die Animation. Okay. Ja, das sieht cool aus. Von außen sieht es auch cool aus. Vor allem, wenn man es mit in der Fahrt macht. Hat sich aber los. Lässt ja vorfahren können. Halt ich gleich vor, ja. Hui! Ja, das sieht cool aus. Aber es ist nicht sonderlich sinnvoll. Wir fahren in die falsche Richtung? Ja, wir fahren in die falsche Richtung. Ah, shit. Yeah. Wir müssen da runter, ja. Soll ich wieder? Warte. Jetzt darfst du. Hui! Schön. Wir haben Spaß. Rule 34.